Willkommen zu Your Boyfriend, Tag Nummer 3, denn die liebe Entwicklerin vom Spiel hat gesagt, wir dürfen jetzt bis Tag 3 einschließlich hochladen. Tag 1 und 2 findet ihr schon in der Folge unten in der Beschreibung. Schaut es auf jeden Fall an, denn nach diesem Game sind ganz viele Games in der Richtung aus dem Boden geschossen. Und ich muss sagen, kein Game hat es geschafft, so sehr wie dieses, einen so in die Story reinzuziehen. Das ist wirklich sehr, sehr nice gemacht. Und wir sind jetzt an dem Tag, wo wir quasi in unser Zimmer überfallen worden sind und bewusstlos sind und jetzt quasi aufwachen. Ich würde mich selber einen Daumen nach oben freuen und natürlich auch über eure Meinung, wie ihr es vielleicht durchgespielt habt, weil da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man spielen kann. Und meine liebe Community sagt euch gerade auf Twitch Hallo, deswegen kommt doch auch gerne mal live vorbei. Und wir gehen jetzt einmal rein in Tag 3. So. Tag Nummer 3, the day after. Bin ich gespannt. Sie ist ja alle Hallo sagen. Ah! Was? Ich bin wieder zurück in meinem Raum. Oh, mein Kopf pocht. Was ist letzte Nacht passiert? Oh mein Gott, letzte Nacht. Ich war nicht alleine. Da war jemand, der mich angegriffen hat. Seine Stimme war wie... Was zur Hölle? Warum sollte er sowas tun? Was für ein Sohn einer... Also war ein ganz schlimmer Ausdruck. Wer könnte das sein? Ist es Peter? I've got an earful to give him. Ich muss ihn quasi eine reinhauen. Oder ihn halt anmotzen. Okay, ein Teil von mir hofft, dass es Peter ist. I don't know if I give him a black eye or just... Ich weiß nicht, wie ich mit ihm umgehen soll, ob ich ihn nur erwürgen sollte. Boah, shit, was ist denn das? Ich komm schon, meine Güte. Gott, das ist bestimmt der Landlord, oder? Der sauer ist, weil die Lucy nicht nach Hause gekommen ist. Ich gehe schnell zur Türe, atme tief ein und schaue durch den Türspion. Oh, der Vermieter. Tut mir leid. Ich dachte, sie sind jemand anders. Paranoid genug, nicht die Tür zu öffnen, hä? Nein. Wie gemein. Nein, ich bin einfach nicht darauf erpicht, dass Besucher zu mir kommen. Mr. Williams. Sie scheint meine Antwort nicht zu bemerken. Oder zur Kenntnis zu nehmen und verschränkt seine Arme und fährt fort. Oh, oh. Ich musste mit Lucy darüber sprechen. Über die Kündigung ihres Vertrages. Aber sie hat es nicht gut ertragen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Oh, oh. Mr. Williams scheint ein wenig unruhig zu sein, während er vorfährt. Sie versuchte, mich davon zu überzeugen, sie zumindest noch eine Woche da zu behalten, indem sie sagte, dass sie vor kurzem irgendwo einen Job gefunden hat und ihnen alles zurückzahlen wird. Und das hat sie mir zugesichert. Okay. Was? Das hat sie? Ja. Jedenfalls. Lange Geschichte, kurz. Okay, das glaube ich aber nicht, dass sie jetzt einen Job hat. Beim Woher auf einmal, ne? Sie wird heute später vorbeikommen und mit dem Packen ihrer Unterwäsche beginnen. Oder mit ihren Sachen beginnen. Okay. Ich schlage vor... Dass sie einfach mitmachen. Sie ist ziemlich sauer wegen all dem. Nun, aber er hat doch nicht erzählt, dass wir sie jetzt rausgeschmissen haben, oder? Er hat doch gesagt, er schmeißt uns beide raus, damit ich nicht dumm dastehe. Nun ja, sie hätte diesen Job früher bekommen sollen, anstatt mich 3 Monate lang zu verärgern. Ja, das stimmt. Einen Job diese Tage zu bekommen, ist sehr hart, Kit. Jedenfalls, sie braucht auf jeden Fall einige, wenn sie ein paar Kartons braucht, soll sie in mein Büro kommen. Ich glaube, ich habe noch ein paar übrig. I couldn't get them right now for her. Wait, I will do. Ja, gut, dann werde ich das tun. Für sie auch noch, ne? Ich murmelte. Naja, ich brauche jetzt auf jeden Fall eine Dusche und muss zur Arbeit. Dass ich nicht mal irgendwie die Polizei rufe, nachdem was passiert ist. Ne? Das wäre das Erste, was ich mache. Nachdem ich dies getan habe, fange ich langsam an, die Tür zu schließen, um meinen Vermieter zu signalisieren, dass es sich um, dass diese Konversation quasi jetzt beendet wird. Eine letzte Sache. Oh je. Er unterbricht
mich, während er seine Hand auf die Tür legt und mich daran hindert, sie weiter zu schließen. Hast du eine dritte Person, die hier bei dir lebt, über die ich Bescheid wissen sollte? Nein. Oh. Nein, aber ich habe nicht das Verlangen, schon wieder zu spät zur Arbeit zu kommen. Pass auf dich auf, Kid. Oh, oh, dann weiß er, dass der Typ drin war, ne? Er grinste höhnisch hinter zusammengebissenen Zähnen. Also wenn er ja fragt, dass jemand Drittes schon hier drin gewesen ist, dann muss er den ja gesehen haben, oder? Okay. Ich kann dich genauso gut rausschmeißen. Oder auch rausschmeißen, wenn ich ihn anlüge. Okay. Boah, es ist anstrengend, wenn jeden Tag dein Vermieter vorbeischaut. Hätte ich gar keinen Bock drauf. So. Ich möchte heute überhaupt nicht in die Arbeit gehen. Ich denke, ich werde mir Zeit lassen, mich anzuziehen. Vielleicht eine lange Dusche nehmen. Hey, ich... Oh, shit. Wow, was ist denn hier passiert? Ich frage mich selbst. Und sehe eine kleine Menge... eine Menschenmenge vor dem Restaurant stehen. Bedeutet das, dass ich heute einen Tag frei bekomme? Das wäre schön. Da bist du. Ich habe überall schon nach dir gesucht, sagt Peter. Oh Gott. Du machst mich wirklich noch krank. Bist du okay? Was hat sie gesagt? If they blame this on you, I swear to you, I will... Wenn sie dir das... Was? If they blame this to you? Wenn sie dir die Schuld geben, schwöre ich bei Gott, das werde ich... Ich werde... Punkt, Punkt, Punkt. Wir müssen reden. Das sage ich in einem strengen Ton. Ein Gespräch? Er fragte verunsichert. Warum? Was habe ich getan? Du weißt verdammt genau, was du getan hast. Oh, das weiß er eben nicht. Habe ich mir eingebildet? Sage ich und ziehe sein Hemd an, mich und führe Peter über die Straße in der Nähe einer Gasse. Da lasse ich ihn schließlich los und starre ihn wütend an. Oh, oh. Du hast mich letzte Nacht ausgenockt, weißt du es noch? Peter schaut überrascht. Oh nein, der war es ja wirklich. Oh Gott, Peter sieht darüber überrascht aus und weiß zunächst nicht, was er antworten soll, während er versucht, eine Entschuldigung zu finden. Ich? Ich habe dich nicht ausgenockt. Ich war gestern bei mir zu Hause und habe gearbeitet. Ich schwöre auf das Grab meiner Mutter, wenn sie tot wäre. Sure, would be nice if she... Wäre auf jeden Fall gut, wenn sie es wäre. Ich tue meine Arme quasi überkreuzen und zeige, dass ich ihm das nicht abkaufe. Oh Gott, shit, jetzt sind wir am Arsch, ne? Du verdammte... Du hast mich bewusstlos gemacht, als alles schwarz wurde und ich bin nicht glücklich darüber. Oje, oje, oje. Der war es ja wirklich. Ich dachte, der lügt jetzt. Peter versucht nicht weiter zu lügen, während seine Schultern hängen und der Blick auf den Boden gerichtet ist. Tut mir leid. Ich wollte dich nicht... wollte dir keine Angst machen. Ich hatte solche Angst und Panik. Oh mein Gott, der war es ja wirklich. Okay. Und wo hattest du das Chloroform? Womit er mich quasi halt bewusstlos gemacht hat. Ja, das hatte ich. Wir machen Schluss. Jesus, what's wrong with you? Ich mach mal nicht Schluss. Ich sag, verdammt nochmal, was ist los mit dir? Ich will ihn nicht zu sehr provozieren, ne? Wir wissen ja schon, dass mit dem was nicht stimmt. Wenn ich jetzt sag, machen Schluss, vielleicht hat der ein Messer hinter seiner Hand. Ich weiß es nicht. Oh, 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 jetzt ändert er seinen Mut. Er sagt, du bist diejenige, mit der was nicht stimmt, die mich nachts wach hält. Du bist die eine, die immer mein Gedanken ist, die eine, der mir das Herz, die mein Herz bis zum Hals schlagen lässt. Ich sehe dich, ich rieche dich. Willst du die Wahrheit? Die Wahrheit ist aber verrückt. Oje, 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 oje. Jetzt kommt's aber richtig hart, Leute. So, also, ich will euch das 1:1 richtig übersetzen. Deswegen, du willst die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass ich verrückt bin. So wütend, dass ich jede Nacht deine Haut streicheln würde, während du tief und fest schläfst. Ich möchte und muss dich von innen spüren und dich erfüllen. Es reicht nicht mehr, sich gegen dich... Es reicht mir nicht mal mehr, mich gegen dich zu reiben. Was? Oh, Knutrun, verstehst du es nicht? Ich öffne dir hier mein Herz. Ich bin ehrlich zu dir. Ich bin
Ich komme dir entgegen. Oh je, das ist so richtig kranke Scheiße. Es hätte gar nicht so krank sein müssen, ne? Vertrauen ist in einer Beziehung wichtig und ich bin es leid, dir Dinge vorzuenthalten. Peter kommt näher. Seine Hände ruhen auf der Wand hinter mir. Oh je. Ich liebe dich. Habe dich geliebt, als ich dich in das erste Mal in dem Diner gesehen habe. Ich will nichts mehr. Oh je, muss ich euch das jetzt übersetzen? Ich wollte nichts sehnlicher, als hereinzustürmen und dich vor allen zu snoosnoen und sie wissen zu lassen, dass du mir gehörst und ich dir, obwohl das keine angemessene Art war, sich dir zu nähern. Also musste ich dir stattdessen folgen. Oh mein Gott, ist das einfach nur krank, so ein Ferkel, aber wirklich, ey. Also musste ich stattdessen dir folgen, studieren, wie deine Muster sind. Musste mir deinen Zeitplan merken und üben, was ich zu dir sagen soll, wenn ich dich endlich alleine antreffe. Der Park war perfekt, um endlich auf dich zuzugehen. Peter grinst, als er sich vorbeugt. Ein dunkler Glanz war in seinen Augen, als er meine Wange in seine Hände legt. Du bist also wirklich überrascht wegen gestern Nacht? Natürlich. Aber was sollte das denn eigentlich gestern? Aber du und ich können diesen Krieg neu, aber du und ich können das jetzt zum Laufen bringen. Kein Verstecken mehr, keine Geheimnisse mehr, nur wir. Aber was war der Sinn von gestern? Warum? Könnt ihr euch erklären? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Wir sind doch schon zusammen. Als Peter dies bemerkt, öffnet er seine Lippen ein wenig. Eine lange und breite Zunge schlängelt sich aus seinem mit Reißzähnen gefüllten Schlund. Run, Girl. Oh mein Gott! Muss ich das übersetzen? Ich könnte dich gerade einfach hier an dieser Wand snoozen und mal so ein ganz Run for it, you're insane. Hey, now slow down. Ich sag mal, slow down, okay? Hey, du, beruhig dich mal. Oh mein Gott. Ich will nämlich nicht, dass er jetzt durchdreht. Ne? Das ist, glaube ich, das Falsche. Wenn das funktionieren soll, muss er meinem Beispiel folgen. Ich versuche ihn wegzustoßen, aber er stöhnt leise, als ich ihn berühre. Ich will es gar nicht mehr übersetzen. Ich möchte deinem Körper einfach ein paar wunderbar schreckliche Dinge antun. Kannst du mir das etwa übel nehmen? Ich weiß nicht, was mich mehr anekelt, aber wirklich, das ist einfach maximal scheiße. Ich weiß nicht, bevor ich mehr Ekel empfinde, die Geständnisse seines Stalker-ähnlichen Verhaltens und dessen, was er mir im Schlaf angetan hat, oder die Erkenntnis, dass ich diese Handlung als seine Erregung empfinde. Schau mal. Oh mein Gott, das ist so krank, einfach nur Look. Schau mal, zwischen uns läuft nichts Ernstes. Du erfüllst zufällig einige meiner Bedürfnisse, okay? Oh, Peter lächelt. Das hätte ich jetzt nicht gesagt. Now what I was expecting and the lack of negative expression is scary. Peter lächelt nur. Nicht das, was ich erwartet hatte, um das Ausbleiben einer negativen Reaktion. Also seine Reaktion ist beängstigend. Wusstest du nicht, dass ich das bereits weiß? Ich weiß, dass du mich nun benutzt. Also er wusste von Anfang an, wir wollen keine Beziehung, wir wollen ihn nur für was Körperliches. Oh oh. Oh mein Gott. Das ist so insane. Aber ich wäre gerne eine Fußmatte für dich, wenn es bedeutet, dass ich spüre, wie deine Absätze meinen Rücken sich graben. Mein Körper schüttelt sich, als ich diese Worte höre. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Einfach nur die Arme. Oder ich Arme, das bin ja ich. Noch nie habe ich jemand getroffen, der sich so bereitwillig und ohne Zögern durch den Dreck treiben ließ. Nicht einmal TK war dazu bereit. Ich bin, I'll be over. Ich komme heute Abend später vorbei, Liebling. Er küsst mich quasi auf den Kopf und geht. Ich brauche einen Moment, um mir klar zu werden, was hier gerade passiert ist. Eine seltsame Mischung aus Emotionen kommen alle in mir hervor.
Ich bin mir nicht sicher, wie ich das verarbeiten soll. Das ist ja furchtbar. Mein Telefon vibriert in meiner Tasche. Ich schaue und es ist TK. Da war so viel in meinen Gedanken, die ich das aber heute. Also ich hatte so viel in meinem Kopf. Es ging mir zu viel durch den Kopf, als dass ich versucht hätte, mich heute mit ihnen zu unterhalten und mit ihnen auseinanderzusetzen. Wenn ich das Gespräch kurz halte, bemerkt er vielleicht nicht, dass etwas Verrücktes vorgeht. Puiuiuiui. Okay. Ich räuspere meinen Hals. Was? TK doesn't catch my bitchy tone as they continued, no even being passed. Damn it. Ah, okay. TK versteht meinen zickigen Ton nicht. Als TK fortführt, also er hat quasi gecheckt, dass ich irgendwas hab. Hey, Gnutrun, die Arbeit ist heute gecancelt, findet nicht statt. Jemand ist ins Diner über Nacht eingebrochen und ich bekomme nicht mehr Informationen von den Polizisten. So, ich dachte, ich gebe dir Bescheid, falls du wieder zu spät kommst. Oh, danke schön. Okay, ich wüsste nicht, warum jemand überhaupt in dieses in das Diner einbrechen wollen würde, aber ist mir auch egal. Ich bin froh, einen Tag frei zu haben. Ich hänge auf. Hopefully they will back off and leave me alone. Hoffentlich lassen sie mich einfach alle in Ruhe. Wenn nicht, werde ich sie einfach ghosten. Also TK, meint sie. Der Typ ist echt krank, ne? Das ist voll gruselig. Ich packe mein Handy und gehe zurück zu meiner Wohnung. Ich kann es nicht abwarten, ins Bett zu fallen. Dass sie nicht die Polizei ruft. Ich würde sofort meine Eltern anrufen oder so. Würde sagen, der hat mich einfach gedruckt. Vor allem, sie hat ja schon gesagt, dass er mit ihr nachts irgendwas gemacht hat, ne? Ich öffne die Türe und sehe Lucy. Typisch. Das ist einfach nur gestört. So. Ich werfe meinen Schlüssel auf die Theke und schließe die Tür. Lucy bewegt sich krummelt und reibt sich die Augen. Die hat geschlafen. Kannst du nicht leise sein? So. Nicht meine Schuld, wenn du wieder zu viel gesoffen hast. Sie hat einen Hangover. Stimmt allerdings. Genauso wie es nicht mehr mein Problem ist, genauso wenig ist es das Problem eines gemeinen Managers, dass man keinen Job hat. Boah, das ist aber sauer. Lucy starrte mich an und setzt sich auf. Volle Pisse und Essig heute, oder was? Warum bist du denn so früh zurück? Jemand ist ins Diner eingebrochen. Keiner, ich weiß verdammt nochmal nicht, warum irgendjemand in dieses Höllenloch einbrechen möchte, aber hier bin ich. Das bedeutet, dass ich bis auf Weiteres nicht arbeiten kann. Okay, ist doch gut. Mein Tag frei. Lucy starrte mich nur verständnislos, ausdruckslos an. Das ist doof. Was wirst du jetzt tun? Als erstes musst du auf jeden Fall deine Sachen packen. Lucys Ausdruck ist schon wieder, auf jeden Fall schon wieder pisst. Warum? Kannst du es nicht warten, mich auf der Straße zu sehen? Die Art, wie du dich verhältst, das ist schon ganz schön krass. Wir hatten eigentlich ein anderes Verhältnis mit der. So wie du dich benimmst, ist es das einzige Zuhause, das du verdienst, du verdammte. Ich kann nicht glauben, dass ich dumm genug bin, zu glauben, du suchst nach Arbeit, anstatt dich zu verschwenden und alles zu vermasseln, was dich bewegt. Boah, die beleidigen sich ganz schön hart. Lucy stampft auf ihren Fuß. Was zur Hölle ist los mit dir? Ich beleidige die einfach durchgehend, ne? Oh Gott. Glaubst du nicht, dass ich mich jeden Tag fertig gemacht habe und mich wie ein gottverdammter Versager gefühlt habe, weil ich keinen Job finde, der mich einstellen wird? Okay, das ist schon hart. Glaubst du, ich mag es, wenn ich nicht 100 Dollar auf meinen... glaubst du, ich mag es, wenn ich nicht 100 Dollar auf meinem Namen habe, dass ich nicht jeden Abend die Sprüche meines verdammten Vaters höre, die Stimme in meinem Kopf, die mir sagt, dass ich ein verdammte wertlose Schlammbitte bin? Drop that in a ditch, you slut. You left me. Du hast mir keine Wahl gelassen. Immer nicht so gemein. Du hast mir keine Wahl gelassen. Ich musste meinen Arsch abarbeiten, damit wir beide hier durchkommen. Du solltest viel dankbarer sein für mein Opfer. Lucy gibt einen irritierten Puh.
bin nicht hier, um dich zu schämen. Ich bin, sie sagt, ich werde nicht geschätzt. Ich kann aber deinen Hinweis schon verstehen. Sie geht raus und stürmt aus dem Apartment. Sie schlägt die Tür zu und ich kann auf jeden Fall hören, wie sie böse die Treppen runterstampft. Sie ist so verdammt selbstsüchtig. Es geht nicht immer nur um sie. Sie regt mich auf. Ich setze mich auf die Couch. Sie wird auf jeden Fall noch einige ihrer Sachen holen. Vielleicht sollte ich ihren Scheiß einfach auf die Straße schmeißen. Oh mein Gott. Hey, ich bin nicht in der Laune, jemanden jetzt anzunehmen. Wer klopft denn hier wie so irre? Oh, vielleicht wenn ich ruhig bleibe, weiß niemand, dass ich hier bin. Oh. Verdammt nochmal. Ich blicke meinen Kopf auf, gehe auf meine Füße und gehe zur Tür, wer auch immer mich gerade hier wagt zu nerven. Oh Gott, der kommt einfach rein. Ich mag es nicht, wenn ich ignoriert werde. Es geht gar nicht, dass der Vermieter einfach in deine Tür kommt. Du kannst nicht einfach in die Apartments von anderen Leuten reinkommen. Sie haben mir einen Herzinfarkt gegeben. Du brauchst ein Herz, um das zu haben. Oh, weil ich sie rausgeschmissen habe. Übrigens besitze ich diesen Ort. Also ich besitze diese Wohnung. Du mietest sie einfach nur. Das geht gar nicht. Da würde ich sofort abhauen, wenn das jemand machen würde. Es gibt wahrscheinlich keine gute Zeit mit dem... es war wahrscheinlich keine gute Idee, ausgerechnet mit dem Vermieter zu streiten. Was wollen Sie? Stopp, murmelte ich. Das ist das zweite Mal, dass er mich heute nervt. Nun, neben dem Fakt, dass irgendjemand hier ermordet wurde auf deiner Arbeit. Was? Warte mal. Nun, abgesehen von der Tatsache, dass kürzlich jemand bei deiner Arbeit ermordet wurde und wie Lucy auf diese Weise davongestürmt ist, dachte ich mir, ich schau mal nach, was zum Teufel los ist. Was? Was? Wer wurde? Es gab niemand, der ermordet wurde. Mr. William schaut mich verwirrt an, aber war auch nicht überrascht. Ich glaube... Was? Wer wurde denn da getötet? Ich nehme an, du magst deinen Job nicht genug, um aufmerksam zu sein, oder? Ich arbeite in einem Essensservice. Was soll das sonst sein? Ja, fair genug. Aber ja, jemand wurde im Kühlschrank erstochen gefunden. Die dachten anfangs, es wurde eingebrochen, aber es wurde jemand ermordet. Was? Ernsthaft? War es ein Raub oder so? Bezweifle ich. Nichts wurde geklaut. Wow, das ist weird. Weißt du, wer es war? Nein. My kid knows better than to give that information out early. Hier steht mein Vater. Mein Kind weiß es besser, als diese Information frühzeitig preiszugeben. Your kid? Dein Kind, ist der ein Journalist? Ein Polizeiofficer. Er war der Erste, der beim Diner heute Morgen war. But you're doing all right in terms of what happened to work. Also, ach so, deswegen habe ich es gar nicht mitbekommen. Aber im Hinblick auf das, was bei der Arbeit passiert ist, geht es dir gut? Ja, es ist ein Tag frei, würde ich sagen. Aber ich wusste es ja gar nicht. Seems kind of harsh, don't you think? Aber wer wurde denn getötet? TK hat doch angerufen. Peter hat doch vorhin angerufen, oder habe ich das falsch mitbekommen? Scheint irgendwie hart zu sein, finden Sie nicht? Was ist hart? Schau mal hinter. Ich schaue hinter Mr. Williams und ich sehe Peter. Oh je, der Peter, du. Sehe Peter, wie neugierig er den Kopf in die Tür steckt und das Gespräch mitgehört hat, als er hereinkommt. Oh, hey, Peter, murmelte ich. Aber uns hat doch TK angerufen, oder, Leute? Ich hoffe nicht, dass der Kollege vor ihr ist. Der Vermieter ist auch sass. Immer neues Schloss einbauen, ja, auf jeden Fall. Ist alles okay? Fragt er, während er auf mich zuläuft und meine Hand nimmt. Tut mir leid, Gnutrun und ich haben geredet. Ich weiß. Und Gnutrun und ich reden jetzt. Oh oh. Oh oh. Bad vibes. Ich konnte sehen, dass Mr. Williams anfing, angespannt zu werden. Seine Haltung richtete sich auf, als wollte er noch mehr auf Peter herabblicken. Oh, oh. Ich brauche diese beiden jetzt nicht, wenn sie quasi ihre Schwänze vergleichen. Let's talk about this later, sir. Could you leave my boyfriend and I alone for a moment?
Ich frag mal Sir, ob wir später darüber reden können. Lass uns später darüber reden, Sir. Okay. TK hatte angerufen, ne? Aber haben wir mit TK auch gesprochen? Oder hat jemand anders mit uns geredet? Sagte ich in einem etwas sanften Ton, wohlwissend, dass es die Sache nur noch schlimmer machen würde, wenn ich ihn anschnauze. Okay, how about I stop by tomorrow? Wie wäre es, wenn ich morgen vorbeikomme? Dann können wir unser Gespräch ein andermal erledigen. Ja, Vermieter ist viel besser als Peter. Jetzt chippen die den Vermieter ja alle. Was zwar alle. Der Vermieter ist hot. Der Vermieter ist schon irgendwie mies hot. Ich würde mit dem Vermieter alles über Peter erzählen. Der Vermieter ist viel besser als Peter. Ja, der hotte Vermieter. Was ist los mit euch? Er starrt einen Moment. So, er sagt, er stand einen Moment da und schaute zwischen Peter und mir hin und her, bevor er einen schnaufenden Atem ausstieß. Na gut, morgen. Und dann sagst du mir etwas über diesen Stick Figure of Date hier. Oh mein Gott, dann sagst du mir etwas über dieses Strichmännchen von einem Date hier, das auf seinen Mund achten soll. Ja, er wird seine Manieren auf jeden Fall nochmal überdenken. Hörst du? I knocked Peter while saying this, hinting the tall man to be careful about he treats Mr. Williams. Ich habe ihn darauf hingewiesen, dass er nicht so mit dem Vermieter reden kann. Mr. Williams can take a knife to the back, but he won't take back talk from anyone. Ja. Alles für dich, mein Schatz. Das ist gruselig. Der Vermieter ist schon heiß. Vielleicht macht ja die Entwicklerin anstatt Your Boyfriend mal ein neues Game mit Your Landlord. Als ich meine Aufmerksamkeit Mr. Williams zuwandte, hatte sich der Mann bereits verabschiedet. Ich konnte nur einen flüchtigen Blick auf Peters finsteren Blick erkennen, als er ging. Ich brauche eine Pause, ich schwöre. Mit einem tiefen stammelte ich ging ich quasi zum Sofa und setzte mich hin. Und ich wollte einfach nur schlafen. Peter kam zu mir und setzte sich neben mich und gab mir ein nettes Lächeln. Dieser Ort bringt dich wirklich nach unten, mein Schatz. Warum bleibst du nicht mit mir hier heute Nacht? Und ich werde versuchen, deine Gedanken von den Dingen, die dich belasten, abzubringen. Ich denke schon. Wieso lasse ich den überhaupt noch bei mir jetzt pennen? Der hat mich betäubt. Das nehme ich an. Erspar mir, Lucy. Ah. So. Das nehme ich an. Erspar mir, Lucy später wiedersehen zu müssen. Ich habe deine Wohnung nie wirklich gesehen. Ah, ich will jetzt seine Wohnung sehen. Darling, vertrau mir. The moment you see it, you won't want to leave. Ah, er will mir jetzt seine Wohnung zeigen. Er sagt, Schatz, vertrau mir. In dem Moment, wo du meine Wohnung siehst, wirst du sie nicht mehr verlassen. And if you try, I'll just have to tie you down and make you stay. Und wenn du es versuchst, werde ich dich einfach fesseln und dich davon abhalten zu gehen. Machst du einen Witz? Möchtest du es rausfinden? Oh mein Gott, renn! Natürlich. Ich sage das mit einem zögernden Ton. Ich habe kein gutes Gefühl. Oh mein Gott, ich gehe jetzt nicht ernsthaft zu seiner Wohnung. Nachdem er das zu mir gesagt hat. Ich habe das Gefühl, dass das eine schlechte Idee ist, aber nach allem, was heute passiert ist, brauche ich eine Ablenkung. Der flirtet echt unheimlich. Ja, ich würde niemals zu dem gehen, nachdem er das zu mir gesagt hat. Ich hätte schon längst angezeigt. Ein Grinsen huscht über Peters Gesicht, als er aufsteht, mir seine Hand entgegenstreckt und mir hilft, von der Matratze aufzustehen. Okay. Er sagt, zu mutig, ich mag das. Ich rolle meine Augen. Oh mein Gott, Girl, du bist so doof, Mann. Ich verdrehe nur die Augen, während der Mann meine Hand nimmt und mich aus meiner Wohnung nach draußen führt. Goodbye, my lover! Also ich kann euch ja noch eine Sache sagen. Ich habe das ja schon mal für mich alleine gespielt, den Tag 2 und 3. Und bei mir wurde die Lucy getötet und der TK wurde erstochen. Deswegen wundert es mich, dass wir jetzt nicht wissen, wer in diesem Kühlschrank erstochen wurde. Weil eigentlich sind ja die einzigen Bedrohungen TK und die Lucy. Und TK hat mich ja noch angerufen. Oder habe ich das vorhin falsch übersetzt? Und da war niemand am Telefon. Aber der hat doch am Telefon zu uns gesagt, dass jemand eingebrochen ist. Also es hat ja schon TK angerufen.
Also wer wurde da jetzt getötet? Mehr wie ein Kidnapper-Van kann ein Wagen auch nicht aussehen. TK hat angerufen, ne? Wer ist dann jetzt erstochen worden, frage ich mich. Am Bordstein steht ein abgenutzter grauer Transporter, dessen Scheiben an den Seiten dunkel getönt ist. Alles, was es braucht, ist ein Schild mit der Aufschrift gratis Süßigkeiten und ist es gut, wenn mehrere Leute es melden. Sie sagt es auch schon, dass es aussieht wie ein Ticket angerufen, aber wir wissen nicht, wer es war. Ne? Fake-Anruf. Vielleicht hat Peter jemand verwechselt und dachte, es sei TK. Aber TK hat ja angerufen und ich glaube nicht, dass er die Stimme von TK nachmachen kann. Peter öffnet mir die Tür des Lieferwagens und hilft mir hinein, bevor er sie wieder schließt. Oh Gott, Girl, du bist so dumm. Oh mein Gott, du bist einfach nur so stupid. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Nachdem er das, guck so jetzt. Innen ist es gar nicht so schlecht. Er hält es ordentlich sauber. Mit der Klischeesammlung duftender Kiefern und Rückspiegeln und einen Aschenbecher voller Kleinigkeiten. Okay, schnall dich an. Es wird eine lange Fahrt. Wie weit? Ungefähr 3 Stunden? 3 Stunden? Ich lebe sehr weit weg von hier. Oh mein Gott, aber dann arbeitet er hier ja gar nicht. Oh Gott, es war alles gelogen. Ich wohne ziemlich weit weg von hier, genau wie es mir gefällt. Aber oh, so weit weg von dir, das ist in Ordnung. Das Benzingeld ist jeden Tag einen Besuch wert. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, das ist erbärmlich. Oh, dessen bin ich mir bewusst. Aber sehe ich aus wie jemand, der Selbstwertgefühl hat? Was ist das? Peter antwortet nicht, sondern streckt nur die Hand aus, um den Handschuhfach wieder zu schließen. Es ist nicht wichtig. Oh mein Gott. Er sagt es unverblümt. Moment mal, warst du es? Was war ich? Hast du jemanden im Diner getötet? Warst du es? Antworte mir. Ja. Oh mein Gott. Aber er hatte es vor sich. Oh mein Gott. Er ist ein verdammter Irrer. Wahnsinniger. Warum? Du verstehst es immer noch nicht. Oh Gott, okay. Wenn ich bereit bin, jeden Tag 3 Stunden zu dir zu fahren, warum denkst du dann, dass ich auch nicht für dich töten würde? Oh mein Gott. Er sagt, ich habe gesehen, wie du gestern mit dem Ansturm zu kämpfen hattest und die Gesichter deren, die geschrien haben. Sie haben sie bedroht, sie aus den unbedeutendsten Gründen mit Essen beworfen. I watched you as struggled with the rushes yesterday, mapped the faces of those who yelled at you, threatened you, threw food at you for the pettiest of reason. Ach so, hat der jemanden dann quasi, er hat quasi gesehen, wie überfordert ich war, wie die Gäste mich angeschrieben haben, mich beschuldigt haben, bedroht haben, mit Essen beschmissen haben. Oh mein Gott, was? Ich habe das Schlimmste von allen verfolgt und dafür gesorgt, dass sie vor Ort waren. I followed the worst of all, made sure they were. Ah, ich habe den Schlimmsten von allen verfolgt und hat quasi geguckt, dass er dort im Restaurant war oder hier in der Nähe war. Er hat quasi einen der Gäste getötet. Nicht TK, nicht Lucy, sondern einen der Gäste, der mich so schlecht behandelt hat. Er weinte wie eine kleine, als ich ihn ins Restaurant zerrte und ihn daran erinnerte, wie sehr er dich verletzt hatte, dass er es nicht einmal verdient hatte, auf demselben Klumpen Dreck zu leben wie du. Ah, okay, es war ein Gast. Es war in dem Fall nicht TK und Lucy. Als ich es schon mal gespielt habe, ist TK und Lucy gestorben. Ich glaube, das kommt darauf an, je nachdem, wie er mit denen umgeht, ne? Okay. Peter grinst finster, während er sich voller Freude daran erinnert. Oh mein Gott, das ist einfach nur gruselig. Deswegen hat TK angerufen, er lebt noch. Ah, die Angst in seinen Augen war wunderschön. Solchen Dreck loszuwerden für dich ist eine Sensation.
die mir nie langweilig werden lässt. I honestly wish you well. Ich wünschte, du hättest es sehen können, Darling. Try to jump out of the van. Get the knife. Ich versuche rauszujumpen. Quickly, I reach. Ich versuche die Türe zu öffnen und aus dem Auto zu kommen und zog an der Türklinke. Oh nein, das war ja klar, dass es nicht ging, ne? Es hat sich nicht bewegt, nicht einmal ein bisschen. Ich schaue zu ihm rüber für eine Sekunde, um seinen Ausdruck zu sehen, der enttäuscht auf meinem Gesicht war. Das hat er mir einen reingehauen. Go ahead and sleep for the rest of the trip. We'll be home soon. Oh Gott, schlaf ein bisschen für den Rest des Trips. Wir sind bald zu Hause. Er hat mich geschlagen! Oh mein Gott, hier ist ein Leichensack. Irgendwie kann ich ihn verstehen. Nein! Du kannst ihn nicht verstehen! Stop it! Warum nimmst du nicht das Messer? Ich glaube, da hätte er mir auch eine reingehauen. Ist dann nicht so ein I-Can-Fix im Spiel? Ja, aber den kannst du nicht fixen. Der war von Anfang an schon schrecklich. Oh Gott, das Messer wäre besser gewesen. Ich hatte, glaube ich, beim letzten Mal das Messer genommen und da hat er mir auch eine reingedroschen. Aber Leute, soweit zu Tag 3. Im Tag Nummer 4 und 5 werden wir zu ihm nach Hause gehen. Dann werde ich weiter hochladen. Ich darf aber Tag 4 und 5 noch nicht hochladen. Ich werde aber mal die Entwicklerin anschreiben und sie fragen, wann ich das tun darf. Ich finde das Game mega genial. Falls ihr Bock habt, ich verlinke euch unten in der Beschreibung den Link. Da könnt ihr es euch holen und mal selber spielen. Und ihr könnt nämlich auch schon Tag 4 und 5 selber spielen. Und ja, mega geil. Ich liebe das Game. Diese krassen Plot-Twists, die Emotionen, sein von freundlich zum absoluten krassen Gewalttäter-Switch ist insane. Ich bin sehr gespannt, was du sagst und ob du das Spiel schon gespielt hast. Ich würde mich über einen Daumen nach oben sehr freuen, über ein Abo auch und natürlich über deine Meinung. Und wir sehen uns dann spätestens, wenn ich Tag 4 und 5 hier öffentlich zeigen darf. Und ich freue mich jetzt schon.